meine Lieben, herzlich willkommen zu Folge Nummer 44 sind wir heute, glaube ich, genau. Ich begrüße euch heute mal wieder von draußen, von meiner Couch. Ich hoffe, es geht von der Lautstärke her. Ich weiß mal nicht, wie es draußen ist, je nachdem, welche Geräusche da kommen, ob irgendeiner zum Rasenmähen anfängt oder sonstiges. Momentan hört man nur Jimmy und die Amsel vor der Haustür. Das ist das Neueste, seitdem meine Katze ja Freigänger ist und wir haben ein Amselnest vor der Tür. Und das Amselnest befindet sich aber genau da, wo Jimmy im Schatten liegen will im Sommer. Und ja, jetzt geht es praktisch den ganzen Tag. Jimmy Amsel, Amsel Jimmy, also er tut ihr nichts. Er tut ihr wirklich nichts, er geht doch nicht an das Nest hin. Er will da einfach nur liegen, aber sie regt sich halt furchtbar auf, weil sie will dann natürlich füttern. Ja, er holen alle 5 Minuten wieder rein, dann geht er einmal außen rum und sitzt wieder vorne draußen. Also es ist echt wie so ein Perpetuum mobile, den ganzen Tag die Katze reinholen und die Amsel, damit die immer wieder füttern kann. Ich hoffe, die ist dann bald fertig mit der Jungen aufzucht. Die sind schon ein paar Wochen jetzt. Oder ja, ich weiß nicht. Also sie haben schon Federn. Ich hoffe, sie fliegen bald aus. Ich hoffe, er erwischt dann auch keine. Ja, ich habe mir ja so eine kleine Auszeit genommen. Auf Instagram habe ich es geschrieben, es war spontan, habe ich gesagt, ich habe meine Sommerpause, wobei das jetzt weniger am Wetter lag. Ich habe, glaube ich, echt so eine Lockerungspause braucht. Ging es euch auch so? Also es waren ja jetzt diese Lockerungen und auf einen Schlag hat man 1000 Termine wieder. Also bei mir ist zugangen, ich weiß gar nicht, also hier grillen und ja, treffen wir uns da und dann plötzlich wurden wieder Geburtstage gefeiert und dann ist man wirklich nur noch unterwegs. Dann ging es wieder mit sämtlichen Hobbys los, also bei uns in der Musikschule ging es wieder los, also ich war nur noch unterwegs und ich bin tatsächlich nicht zum Stricken gekommen. Also das ist weniger, als es wäre jetzt nicht das Problem gewesen, ein Video aufzunehmen, aber ich bin nicht zum Stricken gekommen, das war echt schwierig. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich mache jetzt einfach im Juni einfach eine kurze Pause. Ich glaube, ich habe Ende Mai das letzte Video aufgenommen, jetzt ist Anfang Juli, also einen Monat habe ich mir jetzt eine kurze Pause gegönnt. Aber jetzt bin ich wieder so auf dem Laufenden, also jetzt habe ich wieder einiges gestrickt. Und das zeige ich euch heute. Ich überlege jetzt gerade, wo ich anfange. Ah ja, genau, also ich habe mein Keiler ist fertig. Das zeige ich euch jetzt erstmal die fertigen Sachen. Mein Keiler ist fertig. Juhu, oh, den habe ich jetzt, also da habe ich jetzt echt mal durchzogen, weil den wollte ich jetzt unbedingt fertig haben. Bei der Entfernung sieht man jetzt mal schön, seht ihr das? Das ist der ganze Keiler. Ich habe den extremst verkürzt, also ich habe von diesem Mittelteil, ich habe 10 Wiederholungen weniger gestrickt, als angegeben sind. Also normalerweise strickt man wirklich 10 mehr. Und ja, aber ihr seht ja, wie groß der ist, also pfff. Wenn ich da jetzt nochmal 10 so Dinger gestrickt hätte, hätte ich mich dreimal drin einwickeln können. Also der ist ja eh schon, finde ich, riesig. Aber mir gefällt das sehr gut. Also mir hat es jetzt auch mit dem Farbverlauf gut gefallen. Da bin ich jetzt auch ganz gut hingekommen. Es ist nicht mehr so viel Wolle übrig geblieben. Ich glaube, noch ein grau-heller wäre gewesen. Aber es hat ganz gut funktioniert. Ja. Den, ich habe bloß gerade... Ich höre gerade irgendwas. Ich weiß nicht, ob irgendjemand kommt zu Besuch. Genau, also der ist jetzt fertig. Da bin ich jetzt auch sehr froh drum. Ich trage ihn sehr gerne. Das war ja Wolle von Lady Di's Traumgarne in so einem Jeans-Opt. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ich habe es in irgendeinem Video mal gesagt. Zeit und Raum. Zeit und Raum hieß die Farbe, genau. Und da habe ich mir jetzt gedacht, ja, das ist jetzt so ganz schön. Also... Er macht schon Spaß zu stricken, aber so auf Dauer ist es halt immer das Gleiche. Ja, also das ist immer sowas, ihr kennt mich ja, dass mich irgendwann langweilt, mich das dann immer, wenn ich immer das Gleiche stricken muss. Aber mei, es geht. Ja, man will halt auch mal sowas Einfaches. Also hier hat man ja immer so ein Glatt-Rechts-Teil und hier ist eben, zieht man permanent das Muster durch. Und ja, man strickt schon, also ich habe schon echt lange jetzt dran gestrickt. Ich habe komischerweise, ich weiß auch nicht, also das hat einfach immer ewig gedauert, bis ich da so eine Reihe fertig gehabt habe. Und wenn ich mal denke, der wäre jetzt noch größer geworden, ich glaube, dann hätte ich komplett die Lust dran verloren. Also ich bin jetzt froh, dass er fertig ist und dass ich ihn jetzt abkettet habe. Und so bin ich jetzt auch echt zufrieden. Er passt von der Größe wunderbar. Am Schluss strickt man hier noch eben so eine, wie so eine Art Kante. Hier mit nur eins rechts, eins links und dann nochmal das Muster und dann nochmal so eine Kante. Genau. Also der ist fertig geworden, ein Tuch. Ich habe 3 Tücher fertig gekriegt. Glaubt's gar nicht, gell? Dann habe ich fertig das Yentine oder wie es heißt, keine Ahnung, von Hunter Hammersons Curls. Und zwar aus dem Buch, das habe ich euch beim letzten Mal gezeigt. Das habe ich euch ja im letzten Video schon vorgestellt. Also das sind lauter so ja, kleine Tücher, die man eigentlich aus einem Strang stricken kann.
So ist es gedacht, wobei man da ein bisschen aufpassen muss wegen der Lauflänge. Und ich habe ja von der lieben Nines Wollkiste die ihre Wolle zum Teststricken bekommen. Und das ist jetzt daraus entstanden. Also das ist ein so ein Curl. Ich hoffe, ich halte ihn jetzt so richtig rum. Ich glaube schon. So schaut er dann aus. Also das ist sehr asymmetrisch, aber den kann man echt super, das ist jetzt genau ein Strang verstrickt, den kann man echt super dann rumwickeln. Also ein ganz kleines bisschen mehr größer hätte ich ihn stricken können. Dann wäre es noch, also manchmal fällt mir dieser, wenn ich den so rumhänge, fällt mir einer dieser Zipfel immer runter. Aber das muss man gucken. Also das kommt echt auf die Wolle drauf an und wie man dann spannt. Der ist echt nach dem Spannen nur ein ganzes Stück größer geworden. Aber ich finde das eine super Idee, einfach mal um so einen Strang zu verwerten. Also es ist einfach mal was anderes. Anstatt immer nur Socken. Und das ist wirklich eine super Wolle eben gewesen von der lieben Nine. Die findet ihr noch bei ihrem Shop. Ich habe jetzt die Bandarole nicht mehr. Ah, tut mir leid. Aber ich habe es euch im letzten Video vorgestellt. Also es ist eine ganz, ganz weiche Wolle ist es. Es steht Sockenwolle drauf oder sie nennen sie Sockenwolle, aber ich finde, sie ist für Tücher genauso gut geeignet. Und das war, glaube ich, die Farbe Gartenblume. Ich weiß nicht. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, diese Wollbase, die hat sie ständig im Shop, in ihrem Etsy-Shop und bei den Farben müsst ihr halt gucken. Also wen das interessiert, dann schaut sie einfach nochmal bei ihr rein oder schreibt sie an. Nines Wollkiste auf Instagram heißt sie. Und vielen Dank, liebe Nini, nochmal, dass ich das testen durfte. Es hat wirklich sehr Spaß gemacht und das Garn ist einfach super, super weich für den Schal. Also das ist super angenehm. Und dieser Ientine war jetzt eben das, es gibt übrigens drei Bücher. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich wusste immer genau, aber es gibt drei. Also es gibt drei Curlsbücher und die sind alle von der Art ähnlich. Ich habe es, wie gesagt, im letzten Video vorgestellt, dass das ja mit diesen Blöcken dann ist und so kann man das mal stricken. Also wen das interessiert oder wenn man so einen Strang Wolle übrig hat, der kann das einfach ganz gern testen. Ja, den habe ich auch. Also der ging schnell. Der ging echt schnell. Ich habe auch das Muster diesmal ziemlich fehlerfrei hinbracht. Im Gegensatz zu anderen Mustern. Also bei dem Keiler, da sind schon ziemlich viele Fehler drin. Das habe ich schon gesehen, wo ich den mal so ausbreitet habe. Also da sind schon Abschnitte drin, wo man denkt so, naja, man darf halt nicht so genau gucken, gell? Also Ientine hieß das. Das ist auch fertig geworden. Das ist jetzt aber fast mir im Sommer. Also im Sommer trage ich sowieso keine Tücher. Das hat keine Baumwolle. Aber es ist sehr schön geworden. Mir gefällt auch die Farbe wahnsinnig gut. Und mein nächstes rosa Projekt, ich hatte ja gerade so die rosa Phase. Ich habe echt immer so Phasen von Farben, habe ich festgestellt. Aber was auch fertig geworden ist, ist mein Tubularity. Den habe ich auch nur fertig durchkauen, muss ich echt sagen. Den habe ich auch ein bisschen kürzer gestrickt. Da wird normalerweise, ich weiß jetzt die Lauflänge nicht, aber meinen ersten Tubularity, da habe ich, glaube ich, das Garn fast ganz verbraucht, wobei da auch ein kleines Stück abgewickelt habe und das sind ja immer 1000 Meter. Und den habe ich jetzt verkürzt, damit der nicht ganz so wuchtig wird. Also das ist jetzt der Tubularity von Martina Behm. In so einem ganz leicht rosa und unten eben, also das ist oben, hier fängt man an und dann schließt man zur Runde und hier unten macht man dann noch so eine Kante und die wird hier dann nur zusammengenäht. Das Zamtnäht ist jetzt bei mir nicht so schön geworden, das zeige ich jetzt nicht den Spitz. Weil da kommen ja eigentlich auch Knöpfe hin. Also man kann den theoretisch, wenn man den länger strickt, kann man den eben auch so rumwickeln und dann mit diesen Knöpfen verschließen. Und ich wollte den aber wirklich nur zum Grad drüber ziehen als Kaul. Das ist halt auch sowas, das kann man jetzt einfach auch im Sommer, finde ich, ganz schön stricken, weil man nicht denken muss, so im Liegestuhl und mit Baumwolle strickt sich jetzt bei der Hitze sowieso besser. Oder angenehmer, für mich zumindest. Ich meine, mir ist es wurscht, ich kann eigentlich alles stricken im Sommer, ich bin da nicht so. Aber viele mögen das ja im Sommer nicht so mit Wolle stricken. Und dann kann man doch einfach mal so ein bisschen Baumwollgarn nehmen. Ja, und das war jetzt nicht Ladies Traumgarn, das war ein Bobbel von Volume. Der Glitzerling, die war Antik, hieß der. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob es den nur gibt oder nicht, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe nochmal so einen Glitzerling. In Blau? Keine Ahnung. Irgendwo ist noch einer. Tubularity. Fertig. Das waren meine fertigen Sachen. Also diese Tür, die wollte ich jetzt echt mal fertig bringen, weil das lag alles jetzt schon so lang rum. Von den Oberteilen her, ich zeige euch gleich, also an zwei stricke ich gerade weiter, an allem anderen nicht. Ich habe ja den Green Lane noch, den Cardigan, den bunten, falls ihr euch erinnern könnt, da kann ich momentan nicht weiter stricken. Das ist ein bisschen blöd, weil das ist ja eine Anleitung aus dem Heft. Ich habe mir das zwar abscannt, aber immer dann muss ich trotzdem wieder in das Heft gucken und das ist mir momentan ein bisschen einfach zu aufwendig. Also da brauche ich, glaube ich, mehr so im Herbst, Winter dann ein bisschen mehr Ruhe, mich da hinzusetzen und mich dann ruhig damit zu beschäftigen. Das ist hier draußen, ich mag einfach draußen sitzen im Sommer.
Und ja, dass sich dann damit zu beschäftigen, das ist ein bisschen anstrengend. Da mache ich lieber so Sachen, wo ich nicht so viel denken muss. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich das Shirt Colina angefangen habe von Christine Joelle. Und da habe ich jetzt auch, das habe ich jetzt eigentlich auch relativ lange liegen lassen, weil ich ja die Tür fertig gemacht habe und jetzt habe ich da aber weitergemacht. Und das strickt sich ja wahnsinnig schnell, weil das ja in, ich glaube in die Cables gestrickt. Also auf jeden Fall in ein bisschen dickeren Garn. Und da bin ich jetzt schon fast fertig mit dem Körper. So, das schaut hier so aus. Das wird gestrickt mit Raglan-Schrägen. Ich habe das nochmal auftrennt. Ich habe euch das ja letztes Mal gezeigt. Da war ich auch bei den Raglan-Schrägen. Und dann habe ich das wieder in Hand genommen. Und ich hatte doch die Raglan-Schrägen anders gestrickt als in der Anleitung angeben, weil ich es nicht gelesen habe. Und weil Christine ist so, die macht ganz gern, wenn die Raglan-Schrägen strickt, so nicht sichtbare Zunahmen. Also so unsichtbare Zunahmen. Und ich habe natürlich wieder nur zuleibig gelesen und habe halt irgendwas gemacht und die haben einfach nicht schön ausgeschaut. Und da habe ich so durcheinander gehabt und habe mir gedacht, komm, jetzt trenne ich das nochmal auf und habe das dann nochmal angefangen. Und jetzt habe ich die auch in schön, die Raglan-Schrägen hier vorne und hinten. Und ja, und jetzt sieht es auch wie schön aus. Und das hat sie jetzt wirklich auch schnell gestickt, muss ich echt sagen. Ich stricke das ja aus der, ich habe heute keine Banderolen, aus der Soft Cotton von Lana Grossa. Und zwar in diesem Aprikoton. Also die Farbnummer weiß ich jetzt nicht. Wenn euch das interessiert, guckt mal bei Ravelry, da in meinem Breaking, da habe ich es bestimmt eintragen. Ja, also eigentlich ein ganz simples Shirt. Also man fängt hier oben an mit den Raglan-Schrägen und fängt dann gleich oder ziemlich schnell nach dem Bündchen an mit diesem Muster hier vorne. Das wird mit so überzogenen Maschen gestickt und das ist halt auch total einfach. Und das ist was taugt mir immer, wenn das so einfach ist und trotzdem was hermacht. Und das wird über das ganze Shirt gestrickt. Und jetzt bin ich schon fast, also ein bisschen was fehlt noch. Bin schon fast ganz unten. Ein bisschen was brauche ich nur. Und dann, ich weiß gar nicht, ob noch viel Ärmel gestickt werden. Das habe ich mir nicht angeschaut. Aber die sind ja schon, also so wie hier. So kurze Ärmel und gutes. Und dann ist das ideal auch für den Sommer, weil das ist halt baumwollig, ja? Baumwolle ist schön. Was mir halt nicht so gefällt bei der Baumwolle, oder vielleicht liegt es an dem Garn, ich weiß es nicht, und zwar ist es mein Strickbild. Das Strickbild ist einfach unruhiger. Das liegt einfach nicht so schön. Ich hoffe, es gibt sie nur nach dem Waschen, weil ich auch bei der Baumwolle echt nur ein bisschen anziehen muss, ja? Weil, ich weiß auch nicht, ich kann die nicht so fest stricken. Ich stricke ja generell sowieso schon locker. Und, ja, muss ich schauen. Also das, ich hoffe, es gibt hier nur ein bisschen nach dem Waschen, dass das einfach schöner ist. Man sieht es auch hinten. Das ist einfach ein bisschen unruhig. Das Strickbild ist einfach nicht so schön. Naja, ist ein Sommershot. Ja, also das ist ordentlich gewachsen. Da habe ich wirklich auch fleißig dran gestickt jetzt. Weil das ist jetzt auch was ich jetzt nur für den Sommer fertig machen möchte eigentlich. Dann haben wir ja verschiedene Kals am Laufen. Also die Knitter Book Challenge ist ja schon in die zweite Runde gegangen. In die dritte. Die nächste wollte ich eigentlich sagen, die nächste Runde. Und zwar ist das Motto, diesmal strickt ihr was für den Sommer. Und da will ich jetzt keine Ausreden hören, da kann wirklich jeder mitmachen. Also für den Sommer kann sich jetzt jeder was stricken. Nutzt auf Instagram den Hashtag KnitterBookChallenge. Voraussetzung ist, ihr wisst es ja, die Anleitung muss aus einem Buch sein oder aus einem Printmedium. Also es darf auch ein Heft sein oder ja so. Also bei Lana Grossa gibt es ja oft, dass es so eine Einzelanleitung ist mit paar oder paar, drei so Anleitungen in einem Heftchen. Also das darf alles sein. Es sollte halt keine Online-Anleitung sein. Genau, und da habe ich, also eigentlich möchte ich da noch was anderes stricken, genau, nämlich aus so einem Heft. Da habe ich mir letztes Jahr die Wolle schon gekauft, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, darum möchte ich den jetzt schnell fertig machen. Und dann kommt hoffentlich noch das andere Shirt dran, das ist mit so einem Blauverlauf. Das finde ich auch ganz cool, also ich hoffe, dass ich da noch dazu komme den Sommer, beziehungsweise während der Book Challenge. Und, aber als Plan B, ich habe Plan B. Und zwar hat die Susanne von Aargauer Strickliesel und Kiwi Stricklust, die haben ja jetzt ab 1. Juli den Karl-Laufen aus diesem Vernal-Buch. Also das, wo ich auch schon angefangen habe, dieses Vernal. Also da könnt ihr auch teilnehmen. Der Hashtag ist Knit Together Vernal. Also man schreibt das Knit, dann 2G wie Gustav und dann Vernal. Also so schreibt man den Hashtag. Also Knit Together aus Vernal. Und da könnt ihr mitmachen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der läuft, auf jeden Fall ab 1. Juli. Und ich habe jetzt die Susanne gefragt, weil ich habe ja mein Shirt schon länger angefangen. Ich hatte aber bisher nur das Bündchen. Also ich habe seit dem letzten Video, habe ich da nicht mehr dran gestrickt. Und habe ich gefragt, ob ich da noch mitmachen darf. Und hat sie gesagt, ja, ich darf. Also das weiß ich. Und jetzt habe ich eben noch ein Stückchen weitergeschickt, weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, das wieder zu beleben. Und zwar sticke ich ja dieses Encinitas
Top da draus. Das ist das hier mit diesem seitlichen Zopfmuster. Das habe ich euch im letzten Video schon vorgestellt. Und das finde ich super cool. Das wird von unten nach oben gestrickt. Und ich habe jetzt minimal, bin ich jetzt schon weiter. Zeige ich das mal. Heute ist wieder so warm. Jetzt sieht man gar nicht los. Ah, hier. Also hier bin ich. Ich bin jetzt hier. Seht ihr das? Das ist so. Also hier habe ich jetzt, das ganz klein sieht man jetzt schon das Muster. Ganz mini. Da geht es jetzt schon los. Also von unten runter. Ich muss mal gucken, ob das vom Abstand her stimmt, aber ich habe es ausgemessen. Also das wird in ein paar Zentimeter wird da eben geschickt und dann geht es da los mit diesem Muster. Und dann, soweit ich das verstanden habe, wird das Ganze geteilt. Also man teilt dann das Ganze und dann wird vorne und hinten getrennt gestrickt. Das muss ich mir aber nur genau anschauen, wie das weitergeht. Das wird auch eben aus dickerem Garn gestrickt. Ich habe jetzt hier Bohai, mein schönes Bohai-Garn. Und da habe ich jetzt aber schon fast das erste Knäuel. Also da muss ich mal schauen. Ich glaube, ich habe 4 oder 5. Weil Zopfmuster schluckt doch ganz schön. Also da muss ich schauen, ob ich da mit der Garnmenge hinkomme. Aber ich hoffe. Ja, aber das gibt auch, jetzt sieht man auch mal die Farbe schön. Also ich finde die Farbe doch ganz schön. Und da ist jetzt eben auch der Karl am Laufen und da bin ich jetzt auch gespannt, ob da jetzt ein bisschen was weitergeht bei mir. Das ist halt auch so was, man muss da bei dem, wobei das Zopfmuster wirklich sehr einfach ist. Ich habe mir das jetzt angeschaut und das ist wirklich immer die gleiche Verzopfung. Also es gibt ja manchmal so Muster, wo man rechts, links, oben, unten, dann 2 und 5 Maschen und Ding. Und da ist es wirklich sehr einfach, es ist immer die gleiche Verzopfung. Ich glaube sogar auch immer in die gleiche Richtung. Und man hat dann halt einfach mehrere Zöpfe nebeneinander und dann ist es in Ordnung. Also wenn ich nicht immer in der Anleitung lesen muss, in welche Richtung muss ich denn jetzt wohin verzopfen, damit, also sowas finde ich furchtbar. Das, ich mag Zöpfe wirklich gern, aber sowas mag ich dann gar nicht. Also gerade auch bei Socken, wo ich dann eine Masche nach links und rechts verzopfen muss, das ist nicht, weil ich das nicht kann, sondern weil mir das von der Anleitung her so anstrengt, immer nachzuschauen, was war denn das jetzt. Ich markiere mir das zwar immer, also es ist immer eine gute Idee, das mit Textmarker zu markieren, weil es das die gleiche Verzopfung ist. Also jede, keine Ahnung, die nach rechts ist zum Beispiel blau und die nach links ist grün oder so, aber da mag ich das schon lieber. Also ich hoffe, dass das jetzt einfacher ist. Also ich hoffe es. So wie ich es mir angeschaut habe, müsste es sein. Ja. Und da kann man eben gleichzeitig, wenn man was aus dem Buch steckt, könnt ihr eben gleichzeitig auch an der Knitter Book Challenge teilnehmen, weil es ist ja was für den Sommer. Obwohl das Buch Frühlingshaft heißt, aber es ist ja Sommer. Also wir sind jetzt da mal nicht so, gell? Also bei uns geht ja Frühling und Sommer fast nahtlos schön ineinander über. Also macht da gern mit bei beiden Karls. Ich weiß nicht, was sonst schon am Laufen ist. Ich krieg momentan wirklich wenig mit. Also ich bin froh, wenn ich mich hinsetzen kann und stricken. Und dann mache ich das, worauf ich gerade Lust habe. Dann habe ich ein paar Sachen neu angefangen. Was heißt ein paar Sachen? Gar nicht so viel. Ich habe beim letzten Mal schon Schimpf gekriegt, was mit meinen alten Sachen ist. Ich weiß, dass noch ein paar rumliegen. Es liegt auch, was wirklich liegen geblieben ist, ist der The Night So Say Knit Shawl. Ja, das momentan, das ist einfach, das ist für mich jetzt eher so ein, ja, ein Schlechtwetter Winterprojekt. Also ich, das ist was zum Beispiel, das ist mir jetzt einfach zu warm zu stricken. Aber der wird, irgendwann wird der. Ich meine, ihr kennt mich, irgendwann wird alles fertig. Mal schauen. Aber jetzt momentan habe ich da einfach keine Lust drauf. Also das ist, ich weiß, das war ja ein Mystery-Karl, der ist jetzt auch schon lang fertig. Aber das ist ja egal. Also ich habe die fertigen Schals auch schon gesehen, die gefallen mir sehr gut. Und ja, irgendwann wird der wird auch riesig. Das kann ich euch schon vorwarnen, der wird ewig lang. Ich habe das gesehen bei den anderen. Ich habe es gar nicht gedacht, dass der so aufwendig ist. Aber ja, irgendwann mache ich da weiter. Aber ich hatte was bietzelt und das habe ich jetzt unbedingt anfangen müssen. Und zwar ist es dieses Assigned Pooling. Also ihr habt es ja bestimmt davon schon gehört. Das ist ja gerade so ein ganz großer Hype auf Instagram. Oder ist der Hype schon wieder vorbei, kann auch sein. Und zwar, wenn man, also dieses Farbpooling, wenn man eben schaut, dass bei einer Wolle bestimmte Farbflächen immer aufeinandertreffen. Also dass man praktisch dann so eine einheitliche Farbfläche bekommt. Und dieses Assigned Pooling ist eben jetzt gerade in diesem Float-Shawl von Dawn Barker von Chasing Rabbits Fiber. Ist ja das jetzt gerade ganz hochkommen. Die hat ja diesen Schal entworfen. Ich zeige euch den mal, der schaut so aus. Das ist dieser eigentlich ganz einfaches Dreiecksschal mit diesen Büschelmaschen. Und das Besondere ist eben, dass man diese Büschelmaschen immer dann strickt, wenn jetzt in meinem Fall zum Beispiel jetzt dieser gelbe Farbabschnitt kommt. Ja? Und man braucht da eben spezielles Garn dafür, das heißt, das Garn muss eben so gefärbt sein, dass man, ja, dass man eigentlich hauptsächlich eine Farbe hat, wo man dann eben diese Büschelmasche stricken kann und das muss dann eine gewisse Länge haben. Jetzt, bei mir war es jetzt so, also gibt es diese Geschichte dazu, weil
Also diese Flowchart hat mir am Anfang eigentlich gar nicht gefallen, weil ich mir dachte, was soll denn das jetzt sein? Und was mir bei dem Organic gefallen hat, waren eben, dass da so Löcher entstehen. Ja, also drum, ich glaube, das war jetzt eben schon ein paar Wochen, das ist ja schon her, wo der rausgekommen ist. Und da habe ich mir gedacht, nee. Und jetzt habe ich es aber immer wieder gesehen und dann habe ich mir gedacht, also mich interessiert diese Technik, das würde mich jetzt schon mal interessieren. Und ein paar Sachen haben mir dann echt gut gefallen. Und jetzt habe ich da letzte Woche oder letztes Wochenende habe ich da so einen kleinen Anfall gekriegt. Da habe ich mir gedacht, ich will das jetzt sofort ausprobieren, sofort. Und da hat er aber ja eigentlich gar keine Wolle, die für dieses Assigned Pooling geeignet ist. Also da muss man schon ein bisschen gucken. Man muss jetzt nicht Spezialwolle dafür kaufen, einfach mal den Stash durchschauen, mal gucken, ob das so hinhaut. Und so habe ich es jetzt gemacht. Und ich habe ein Garn gefunden von der Bettina, von Creatina Blum. Das war eins meiner ersten Garne, das ich bei ihr gekauft habe. Und da habe ich mir gedacht, mit dem müsste das hinhauen, weil das wirklich nur dieses Schwarz hat und vorne eben dieses Gelb. Und habe das jetzt einfach ausprobiert. Und das haut tatsächlich hin, allerdings mit weniger Maschen. Also ich muss diese Blümchen, die würden normalerweise über 5 Maschen gestrickt und ich muss sie halt über 3 stricken. Man kann die auch über 6 oder 8 stricken. Also da muss man wirklich gucken, wie man eben mit seinem Garn hinkommt. Und ich finde aber, das ist eigentlich ganz süß. Also das haut echt ganz gut hin. Was jetzt bei dem Garn nicht ganz so ideal ist, dass es ein Merino Single Garn ist. Das benutze ich nicht so gern für Schals, weil ich will jetzt nicht sagen, das ist gatzig, das ist es nicht, aber es ist halt ein bisschen anders von der, es ist jetzt nicht so super mega weich und es ist ein bisschen, ja einfach ein bisschen anders von der Haptik her. Drum, ich mag es nicht so gern für Schals, aber das war mir jetzt egal und mir gefällt das Ergebnis eigentlich auch ganz gut. Und ich habe dann die Bettina auch gefragt, ob sie noch, die hat Wolle gefärbt für Assigned Pooling. Und da habe ich sie gefragt, ob sie da nur eine hat und sie hat gesagt, ja. Und ich habe mir dann tatsächlich nur eine gekauft. Also das wird dann, es gibt ja von Dawn Barker, ich glaube 2 hat sie jetzt, oder 2 mit diesem Assigned Pooling, also 2 so Schals. Es gibt den, das ist der Float und es gibt den Calico-Schal, ja. Und die sind von der Art her gleich, also diese Büschelmasche ist, glaube ich, gleich, soweit ich das verstanden habe, nur bei dem Calico, der ist symmetrisch. Also das ist ein symmetrisches Dreiecksuch und das würde ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren und zwar dann mit der Wolle. Also das ist jetzt die, die ich von der Bettina nur gekauft habe. Die zeige ich euch kurz. Also so sollte diese Assigned Pooling Wolle eben ausschauen, dass man hier eben einen längeren Farbverlauf, jetzt zum Beispiel in dem Grau hat, in der Grundfarbe und dann kann man eben diese Büschelmaschen zum Gelb stecken. Also wenn es interessiert, probiert es halt einfach mal aus, was ihr so im Stash habt. Man braucht aber ein bisschen mehr als ein, also man braucht glaube ich 1000 Meter für den Schal. Frage ist, wie groß man stricken, weil also ich denke nicht, dass ich 1000 Meter verstricken werde bei meinen Größen. Aber man braucht auf jeden Fall ein bisschen was, man muss ihn ja auch rumwickeln können. Und diese Büschelmaschen, die fressen schon ein bisschen Garn. Und ja, also das ist eben die. Und falls euch die jetzt von der Bettina interessiert, sie hat die noch in einem helleren Gelb und in Grün. Also da gibt es noch und es gibt aber auch andere Hersteller, die das, oder ja, andere Färberinnen, die das auch machen. Also guckt euch da einfach mal ein bisschen um. Ihr könnt auch, man kann auf Etsy tatsächlich nach Pooling-Wolle suchen oder Assigned Pooling-Wolle. Und da kommt auch einiges. Also da könnt ihr mal schauen. Ja, also das möchte ich dann auf jeden Fall testen und mit dem Calico. Wie der dann rauskommt. Und da kann ich dann eben diese Büschelmaschen auch länger oder größer stricken. Also die sind jetzt hier recht klein. Ich finde das aber jetzt gar nicht so schlimm. Also ich finde das eigentlich ganz süß bei dem Tuch. Seht ihr das eigentlich überhaupt? Ich bin halt so, ich sehe gar nichts, weil der Bildschirm total hell ist. Also hier sieht man, und man muss halt dann immer, es ist wahnsinnig spannend, das zu stricken. Das macht auch echt Spaß. Das hat schon fast so einen Suchtfaktor, weil man beim Stricken denkt so, oh, jetzt kommt das Gelb und nein, und hoffentlich trifft es nicht jetzt wieder auf eine Gelbe, sondern ich möchte gerne hier jetzt ein Gelbes drin haben und das ist echt aufregend, das zu stricken und das macht eigentlich das aus. Also, wie gesagt, vom Ausschauen her bin ich jetzt gar nicht so begeistert, aber ich finde ihn ganz süß, ich glaube, ich würde ihn auch tragen, aber einfach dieses Stricken macht wahnsinnig Spaß und das könnt ihr echt mal ausprobieren, das ist auch nicht schwer. Ich habe diese Büschelmasche, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe die nicht verstanden. Also ich habe die, wenn ich das von der Anleitung her lese, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was die meinte und dann habe ich aber ein bisschen gesucht und sie hat tatsächlich ein Video dazu gemacht und da war die echt dankbar, weil ich jetzt glaube ich, sonst hätte ich jemand fragen müssen, weil ich es nicht verstanden habe, was sie meint. Und da zeigt sie das auch, weil man muss das ja immer in Vorder- und Rück reinstecken, das ist total einfach, also das ist wirklich total einfach, wenn schaut euch das Video an und dann könnt ihr die, ich habe wirklich zwei so Dinger geschickt und ich kann den Schal jetzt auswendig, also das ist wirklich total einfach, man braucht dann wirklich keine Anleitung mehr dazu für den Rest von dem Schal.
Und sie zeigt es eben, wie man das in der Hinreihe und in der Rückreihe strickt. Und ja, dann hat man das auch gleich drin. Das ist dann total logisch. Aber rein von der Beschreibung her hätte ich es nicht verstanden. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das so weitergeht. Und wie viel Wolle ich da auch brauche. Also das hat mich einfach so... Das wollte ich jetzt unbedingt anschlagen. Erst habe ich mir gedacht, ich schlage jetzt nichts Neues an, weil ich so viel habe, aber das wollte ich jetzt einfach machen. Und dann war ich aber brav, ich habe tatsächlich nur noch Socken angeschlagen. Und zwar einmal, die Susanne und ich haben von unserem lieben Puppenhäcksle, der Evelyn, Wolle geschenkt gekriegt. Und zwar haben wir da so einen kleinen Freundschaftssockenballon gemacht. Das ist, wenn ihr euch eine süße Idee, also wenn ihr... 2-3 Strickfreundinnen habt und einfach so mal den Wolle, einfach euch mal die gleiche Wolle schenkt und dann euch die gleichen Socken draus strickt und dann hat jeder so die gleiche Socke, das finde ich echt eine süße Idee. Und die Idee hatte eben unsere Puppenhexe und hat uns, ich glaube, sie hat die extra färben lassen von Katrin, heißt sie, glaube ich, von Kreatrine. Ich hoffe, ihr seht es jetzt, das ist ihr Logo, Kreatrine. Die macht auch ganz viel so Streifenwolle auf Etsy. Also die hat einen Etsy-Shop und die hat super süße Projekttaschen mit Katzen drauf. Die sind wirklich super süß und sie macht Projekttaschen mit so Plotter-Dateien. Also nicht gestickt, so wie ich jetzt das schon mal gemacht habe, sondern da werden das Bild drauf wird geplottet und dann kommt das da drauf. Und da hat sie wirklich ganz, ganz süße Projekttaschen auch im Shop und eben auch ganz tolle Wolle. Und für uns hat sie eben da die gemacht. Das ist hier so eine Streifenwolle und zwar in rosa und lila Tönen. Sag ich mal, das sind meine Söckchen. Ich bin noch nicht weit. Die Evelyn ist, glaube ich, schon fertig. Aber die Susan ist, glaube ich, auch noch nicht so weit. Ich weiß es nicht, wie weit, aber sie ist, glaube ich, auch noch nicht fertig. Und zwar haben wir uns dann auch für das gleiche Muster entschieden. Wir haben jetzt hier so ein Hebemaschenmuster gemacht. Also dieses Muster, wen das interessiert, das heißt Keep It Simple. Ich weiß jetzt nicht von wem. Schaut mal auf Ravelry, Keep It Simple heißt das Muster. Aber das hat bei uns allen nicht hingehauen mit diesen, also da wird immer eine Zwischenrunde gestrickt und dann wird eine Runde mit Hebemaschen gestrickt und das hat bei uns aber nicht hingehauen, weil bei uns hat man eigentlich die Hebemaschen nicht gesehen. Das heißt, also ich habe dann auch wieder auftrennt und wir haben dann die Hebemaschen über zwei Reihen gestrickt, also zweimal abgehoben. Dann werden die ein bisschen plastischer und dann sieht man das auch wieder. Also so habe ich gemacht und das sind jetzt hier wieder beide Socken auf einer Nadel. Bei mir waren die unterschiedlich. Ich habe die einfach so auseinandergewickelt und Stückele schicke ich nur, dann kommen jetzt zur Ferse. Also das ist, finde ich, ganz süße Idee. Und die Wolle, die ist auch richtig weich. Das ist 80% Merino extra fein und 20% Poly. Und die ist richtig, die ist auch ein bisschen dicker. Also das mag ich ja immer ganz gern bei Socken. Und die ist richtig schön weich, richtig angenehme Wolle. Also das, eine sehr gute Idee. Da habe ich jetzt gestern ein bisschen weitergeschickt, was ich leider sagen muss, mir geht dieses Muster nicht flüssig von der Nadel. Also das ist eigentlich komisch. Es ist ja ein ganz einfaches Muster, ich kann es so auswendig, es ist kein Problem, aber es flutscht irgendwie nicht so. Also ich weiß auch nicht, woran das gerade liegt. Mit diesen Hebemaschen, weil ich auch immer überlegen muss, habe ich jetzt nochmal eine Reihe Hebemaschen oder habe ich eine Zwischenreihe? Also irgendwie schicke ich die nicht so schnell. Naja, also ein paar Söckchen. Die würden für mich. Ich bin gerade dabei, meine Sockenschublade zu ordnen. Ich habe mir jetzt auch so Fächer gekauft, wo man die so reinstecken kann. Aber ja, irgendwie taugt mir das alles nicht. Ich muss mal nur gucken. Ich habe ja auch ein paar Socken schon übrig. Oder ein paar viele Socken. Genau, das wollte ich euch zeigen. Socken und dann habe ich noch mit Socken angeschlagen. Und zwar, das sind aber ganz einfache. Und zwar war ich vor 2 Wochen. War ich bei meinem Schwager und seiner Familie draußen und von meiner Schwägerin war auch die Schwägerin da, also von meiner Schwägerin, ihrem Bruder, die Frau. Und die hat dann auch gesagt, ja, jetzt sind halt, ja, die letzte Oma ist jetzt gestorben mit über 100 und es sind jetzt keine Omas mehr da, die Socken stricken und sie trägt ja so gern im Winter selbstgestickte Socken. Und dann habe ich gesagt, ja, du, kein Problem, also Socken sind jetzt meine leichteste Übung, mache ich dir. Dann hat sie gemeint, ja, bis Oktober, sie bräuchte ein paar Socken. Da habe ich gesagt, ja, okay, mache ich, kein Problem. Sie ist auch von den Farben her völlig offen. Und dann habe ich gesagt, okay, ist jetzt auch nicht keine große Größe. Und dann habe ich gesagt, da fange ich jetzt an, ich muss aber anfangen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt bis Oktober schaffe ich ein paar Socken, hoffe ich, dass ich dann wieder alle liegen lasse. Also ihr müsst mich bitte daran erinnern, dass ich die Socken weiter sticke, immer für sie. Und da habe ich jetzt einfach mal jetzt hier ein bisschen was Buntes für den Sommer nur rausgesucht. Und zwar ist das eine Opal. Schnell gucken. Und zwar die Comedy. Das war eine Comedy-Serie. Und das ist jetzt die Farbe Schwank.
Schrank. Ja, also das ist hier in so einem Gelb mit Bunt. Und da habe ich jetzt ganz einfach, hey, das ist eine 3 rechts, 2 links Rippe. Das ist eine Rippe, die wahnsinnig ganz schräg, weil die ein bisschen breiter ist, also nicht ganz so dünn wie 2 rechts, 2 links. Und es frisst trotzdem halt nicht das, also das ist kein, das Muster frisst halt, die Wolle frisst das Muster nicht, so rum. Ja, also wenn die sich gegenseitig auffressen, ist aber nicht so gut. Ja, und das ist dann auch, zieht sich oben ein bisschen zusammen. Ich habe jetzt kein extra Bündchen gestickt, sondern das ist der Schaft. Und da bin ich jetzt gestern, da habe ich jetzt gestern die Ferse und bin jetzt hier gerade an den Spittelabnahmen. Das Ganze wird Größe 39, hat sie, genau. Und da habe ich jetzt tatsächlich nur einen auf der Nadel. Das ist rein meiner Faulheit geschuldet, weil ich war zu faul, diesen Knäuel abzuwickeln in 2. Das lag daran, dass ich einen Friseurtermin gehabt habe und mir danach habe, oh Mist, ich muss jetzt irgendwas mit zum Friseur nehmen, zum Stricken, weil ich sitze da immer ewig. Und dann habe ich einfach nur schnell dieses Knäuel geschnappt und habe dann die Socken angefangen dort. Normalerweise mag ich das gar nicht, aus so einem Knäuel zu stricken, weil das so schlecht rollt. Also ich, normalerweise wickle ich es immer um, aber das war jetzt einfach schnell, schnell. Und darum habe ich jetzt auch bloß einen Socken angeschlagen, aber ja, das geht auch. Ich stricke halt einfach gern 2 Socken gleichzeitig, weil sie dann einfach gleichzeitig fertig sind und sie sind exakt gleich. Das ist immer schwierig bei mir, dass die auch exakt gleich lang werden. Genau, das waren also nun Opalknäuel, das sind jetzt so momentan die Projekte, wo ich dran bin. Wer nicht, ich habe, also genäht habe ich momentan nicht viel. Ich habe, die habe ich jetzt vergessen euch zu zeigen, ich habe eine Hose vergrößert. Das habe ich aber auf Instagram gezeigt, also wenn das mal interessiert, da habe ich links und rechts so einen Streifen eingenäht, dass die Hose größer wird. Ich war mittlerweile schon einkaufen, weil ihr wisst ja, Corona hat seine Spuren hinterlassen, gewichtsmäßig. Also nicht nur bei mir, ich war beim Shoppen und die Dame hat mir gesagt, das ist nicht nur bei Ihnen, bei uns kommen ganz viele Kunden, die haben zugenommen. Ich sage, ja, ist halt so, gell? Ja, also bevor ihr Hosen wegschmeißt, einfach mal vergrößern. Wenn ihr dran denkt, zeige ich es euch im nächsten Video. Ansonsten war es das von mir. Zu mehr, also ich finde jetzt schon, also ich bin jetzt froh, dass ich die großen Sachen fertig habe und jetzt schaue ich mal, was die nächsten Wochen nur so kommt. Es ist ja, in Planung habe ich immer alles, aber ich möchte jetzt mal ein bisschen gucken, dass ich ein bisschen von den Projekten runterkomme, weil bei mir liegt so viel rum gerade, in sämtlichen Projekttaschen und da muss ich mal schauen, dass sie weiterkommen. Ich wünsche euch alles Gute, ich wünsche euch jetzt schön die Tage, dass hoffentlich jetzt die Unwetter auch mal vorbei sind. Ich hoffe, ich hatte es nicht so schwer erwischt. Bei uns war jetzt nichts Schweres, also ein paar Kleinigkeiten. Vorne hat es so einen kleinen Baum umgeschmissen oder so, aber jetzt nichts Schlimmes, also nichts Dramatisches. Ich hoffe, bei euch war es nicht so schlimm oder ihr habt mittlerweile die Spuren schon beseitigt. Und jetzt hoffen wir, dass mal ein schöner Sommer kommt mit wenig Unwettern. Ich wünsche euch alles Gute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ich sage, tschüss und Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao!